Siebte Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Im Psalm 22, der das Sterbegebet Jesu eigentlich ist, da lesen wir: Meine Kehle ist trocken wie eine Scherbe, die Zunge klebt mir am Gaumen, du legst mich in den Staub des Todes. Jesus, du liegst am Boden, im Staub. Und wir erinnern uns an die Schöpfung, wie du den Menschen erschaffen hast, wie du ihn aus dem Staub der Erde geformt hast. Du umarmst jetzt diesen Staub, aus dem der Mensch genommen ist. Deine Seele ist bis in den Staub gedrückt. Herr Jesus, durch diesen zweiten Fall kommst du uns Menschen, unserer Seele ganz nahe. Da, wo wir uns aufgegeben haben, da, wo wir ohne Hoffnung sind, da, wo wir keine Perspektive mehr sehen, da kommst du uns ganz nahe. Und du umarmst uns in unserem Elend. Jesus, du läufst nicht weg. Noch hältst du das Kreuz mit deinem Rücken. Noch bist du ganz da. Du willst ganz für uns da sein. Und du wartest darauf, dass wir dir unseren Staub geben, damit du uns retten, damit du uns erlösen kannst, damit du uns aus unserem Staub aufheben kannst. Danke, Jesus, für das, was du für uns getan hast. Jesus, deine Speise ist es, den Willen des Vaters zu tun. Hilf uns, deinen Willen für unser Leben zu erkennen und auch zu tun. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes. Heilige Maria, Mutter Jesu. Heilige Maria, du Schmerzensmutter. Heilige Maria, du Trösterin der Betrübten. Heilige Maria, du Mutter aller Völker. Heilige Maria, du Mutter der schönen Liebe.